Sie forschen unter anderem zur informellen Bildung. Was bedeutet dies und gibt es informelle Bildung auch am Baltic College? Informelle Bildung bedeutet zunächst, sobald wir geboren werden, fangen wir an zu lernen. Lernen ist wie Essen und Trinken, wie Atmung, wie Herzschlag. Lernen ist eine natürliche Lebensfunktion. Wir lernen dann informell, wenn die Lernanlässe, die Lerngegenstände, lebensinhärent sind, gegenstandsbezogen, personenbezogen. Für dieses Lernen brauchen wir keine Institution. Dennoch, sobald das Lernen sich für uns mit persönlicher Bedeutsamkeit verbindet, und das kann sowohl im täglichen Leben als auch an der Hochschule der Fall sein, sind solche informellen Lernumgebungen vorhanden. Das Baltic College, gerade in den praxisorientierten Fächern, liefert solche persönlich bedeutsamen Lernanlässe und insofern entstehen dort ganz organisch und selbstverständlich informelle Lernorte.